Aber jetzt gehen wir erstmal rein in Delay Sports. Spieltag. Die Männer haben 4-1 verloren. Ich war leider nicht dabei gewesen. Fröbe, wenn du möchtest, kannst du noch mitmachen, aber können wir später sprechen, wenn du noch im Stream reinschaltest. Ich war leider nicht dabei gewesen. Ich habe am Morgen echt Halsschmerzen gehabt, hab dann auch abgesagt. Genau, also wir gehen rein in das Video, wir gucken mal, was da passiert, wie wir spielen, und ich gebe euch schon meine ehrliche Meinung, und ich sag's jetzt schon mal, egal wer das sehen wird, ja, es ist nur meine Meinung, die kann auch leider ein bisschen härter sein, ist einfach so, das gehört dazu, das ist beim Fußball so, beim Fußball kann man nicht immer nur auf die Schulter klopfen, sondern wenn etwas nicht gut ist, dann muss man es auch sagen. Und dafür bin ich gerne da und mach das. Hart, aber fair. So sieht's aus. Weil wenn ich Kacke spiele, dann bin ich auch der Erste, der sich hier hinsetzt und sagt, ey, ich sehe mich da und ich habe Kacke gespielt. Ich bin der Erste, der auch mir selber an die Nase fasst. Also kommt mir nicht, dass... Ihr wisst schon, okay? Let's go. We go Eligella. Oh. What about the B? Why always me? Zuzap. Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Nein, hat nichts mit dem Berliner Fußballverband zu tun. Ich bin überraschend fit eigentlich. Was ich sagen will, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt eine Sache, die ich sagen will. Es gibt... Jeder Fußballer auf dieser Welt hört mir jetzt genau zu, dann werdet ihr vielleicht ein bisschen verstehen, auch was ich, warum ich gerade sauer bin. Es gibt so viele Fußballer auf dieser Welt. Lag sogar ein Cristiano Ronaldo, ein Messi, egal wer, bei Messi also selten, aber jeder hat mal keinen guten Tag. Jeder verkackt mal schlechte Bälle, ist einfach nicht gut drinne. Was ist dann aber wichtig, Chat? Einsatz, Einstellung, Charakter. Okay? Und wann fängt das an? Nicht während des Spiels, sondern schon einen Tag vorher. Ja, man bereitet sich auf ein Spiel vor, man beginnt das Spiel, man macht das Spiel. Es ist einfach eine Charakterfrage. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich will jetzt bei niemandem Schwanz lutschen oder sonst... Sorry für diese Worte. Ich will nicht so reden, ist eklig, wenn ich so rede, sorry. Ich will nicht bei irgendjemandem sowas sagen. Aber ich sage euch, Delay Sports ist nicht einfach nur irgendeine Kreisliga-Mannschaft. Ja? Jeder von uns aus der Mannschaft kriegt alles. Alles, wirklich. Wir sind nicht eine normale Kreisliga-Truppe, wo man sagen kann, ja, mach mal so und so. Wir haben auch was zu repräsentieren, ja. Ein Eli, ein Sydney und das ganze Rabona-Team und alle, die da drumherum sind, ob Lara, ob Niki, Kamerateam, ja. Die machen alles für uns. Wir kriegen alles. Wir kriegen Herzog Aurach, wir werden im Internet gezeigt, wir kriegen, Eli pusht uns alle. Wisst ihr, was ich meine? Und da muss man auch was zurückgeben. Und wenn man keinen guten Tag hat, das versteht jeder, aber du musst alles geben und du musst Gas geben. Und da kann man nicht immer jedes Mal, Haki, tut mir leid, Abi, ich bin gerade ein bisschen noch auf Dings da, tut mir leid, sorry. Das geht einfach nicht und da musste einfach richtige Charaktereinstellung und richtige Mentalität sein. Ich sehe schon. Merkt euch das, was ich gerade gesagt habe. Teppichplatz, fatal. Der wurde gerade gesprengt. Auf so einem Platz habe ich mir eine Syndesmoseband gerissen. Ich habe immer Angst vor Teppichplätzen. Ich hasse Berlin. Warum sind hier immer nur Teppichplätze? Alle schreiben immer, warum spielt ihr auf solchen Kunstriesen? Keine Ahnung. Warum gibt es sowas? Ich schreibe mich ein bisschen lauter. Bin ich leise oder was? Echt? Ich mache mal das Mikro ein bisschen näher ran. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser, keine Ahnung. Sieht scheiße aus, ich bin ohne Junge. Haki, warum muss er sowas aufhaben? Weil er eine gebrochene Nase hat. Aber er macht halt den Feldtheater. Zweitlich. Sind wir hier? Morgen. Kreuzberg. Das ist Kreuzberg. Das ist Kreuzberg. Wir sind mitten in Kreuzberg. Nur der, sehr gerne, Bro. Nur der FC5 wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall sind wir hier heute bei Hiljaspor. Die sind sehr weit unten in der Tabelle, wie sehr weit oben. Auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Gucken wir mal. Vielleicht haben sie sich ein bisschen Verstärkung aus der Berlin-Liga-Mannschaft geholt. Bilo hat heute Morgen leider krank abgesagt. Der wird nicht spielen. Taktisch diese Woche, finde ich, wieder ganz gut trainiert. Boah, das sind die schlimmsten Plätze, die es gibt, ich schwöre. Man bleibt hängen, ist hart, ist wirklich hart. Die Jungs wieder probiert, Dinge zu erklären. Ob sie es umsetzen, werden wir heute sehen. Aber wenn er nass ist, ist noch einigermaßen in Ordnung.
Ich habe Halsschmerzen gehabt an dem Morgen, ich schwöre. Im Moment bin ich noch gut gestimmt. Na? Ja, Bruder, haben sie. Haben sie, Meshkeule, haben sie, glaub mir. Viele sehen es als selbstverständlich mittlerweile bei Delay Sports. Besten Anzüge, boah, besten Trainingslager, Bruder, nee. Willst du dich aufs Spiel heute? Ja. Irgendwas Besonderes an dem Spiel heute? Weiß ich nicht, wird gerade diskutiert, dass ein paar von der Ersten dabei sind. Aber ich bin gespannt. Und es ist dann okay, mit gebrochener Nase zu spielen, wenn man dann eine Maske auf hat oder wie? Dann ist das okay, oder was? Laut Google, ja. Erzähl mal. Erstmal ein Kaffee? Der ist schon länger kalt. Aber der wirkt trotzdem. Julius, komm! Bisschen hier! Und so und da! Wo ist Panne? Wo ist Panne? Kommt nicht? Nee, kommt nicht. Mannschaftsaufstellung. Wiesel ist im Tor. Innenverteidiger, fang an. Vinny, Robin, Außenverteidiger, Dennis. Alter, ich sage euch, fast gegen alle Gegner, die wir spielen, natürlich, die freuen sich, gegen uns zu spielen, aber man hat immer so einen leichten Beigeschmack. Ich glaube, alle Mannschaften finden uns hocharrogant. Paul, Sechser, Julius, Niki, links, ist mir egal, Timo oder Dori, rechts genau der andere. Sid, 10, Junior im Sturm, so fangen wir an. Das, was wir euch gesagt haben, was wir in die Gruppe geschrieben haben, Dynamo ist ein Bonusspiel. Da kümmern wir uns drum in der Woche, bevor es soweit ist. Wir können uns nur blamieren gegen Gegner wie die. Das ist das, wo wir uns blamieren können. Das ist das, wo wir scheiße aussehen können. Die haben, es wird sich ja rumsprechen, die haben 5 Leute aus der ersten runtergeholt. Auch gute Leute hier, ein paar, die... Aber eigentlich sowas von scheißegal. Sowas von kackegal, ob die welche von oben... Aber dann erst recht. Dann erst recht. Mal höherklassig gespielt haben, haben die auch erkannt und so. Die sind zwar in der Liga bei uns komplett schlecht, aber wenn die jetzt die halbe Mannschaft aus... Hatten die, habe ich aber auch mitbekommen oder habe ich mich auch informiert, hatten die, soweit ich weiß, gar nicht. Ich glaube, die hatten 2 Spieler vielleicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Ja, Bruder, es ist so, CKTNE. Erst haben, dann wird euch da auf jeden Fall ein bisschen was anderes erwarten, als dass ihr, weiß ich nicht, die normal austauschen. Die spielen auch nur Fußball. Ist doch, und dann lasst ihr die ganze Mannschaft von der ersten hochholen. Dürfen sie? Das könnt, ja. Von Anfang an. 2 waren es von den anderen. Der, okay. Platz ist, der wirkt kleiner als er ist, der ist gar nicht so klein. Aber probiert die auseinanderzuziehen, probiert geduldig zu sein und dann immer wieder mit Tempo in die Spitze rein. Und wenn wir die Chance haben, vorm Tor sind, schießt drauf. Auf geht's. Okay. Edis macht Aufwärmprogramm und fokussiert sein, Jungs. Gut. Hup. Hup. Gute Beinarbeit. Hup. Hup. Bitte. Mach mal. Hallo. Hi, es geht. Wie geht's denn bei dir? Ich muss mal meinen Körper frei machen. Das ist ein Ausgebieter, aber der hat auch so eine Melodie. Warte. Ich sehe schon so Coca-Schaden, aber ich weiß nicht, wie das geht. Kreuzbandrissprävention. Ich glaube, irgendwie, die Jungs wissen noch gar nicht, was uns bevorsteht gleich. Ich glaube, es wird hart. Wo ist eigentlich Panne? Wegen Icon irgendwas aufnehmen. Ich glaube, der ist heute schon nach Düsseldorf oder so. Wirklich? Also irgendwas hier wegen B2B. Ich glaube, irgendwas haben die heute. Wir sind heute hier in Kreuzberg, im schönen Kreuzberg. Wir spielen gegen... Dazu sage ich gar nichts. Es ist, was soll ich dazu sagen, dass Panne vorher gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das abgesprochen war oder nicht. Aber jetzt da irgendwie Panne die Schuld zu geben, ist auch Quatsch, da einen Sündenbock zu suchen. Aber ich glaube, Panne kann das wegstecken. Aber da will ich auch gar nicht rein. In diese Materie will ich gar nicht reingehen. Ich will eigentlich nur mich aufs Spiel fokussieren und gar nicht so wirklich auf jetzt, ob Panne da war oder nicht da war, ob Eli sauer war oder nicht. Da will ich gar nicht reingehen. Berlin, Hilals, Bohr, 2. Ja, Yannick, gebe ich dir, Bruder. Yannick, +1. Herren, die erste spielt Verbandsliga. Es wurde gerade gesagt, Andi meinte, die haben 5 aus der ersten runtergeschickt. Ne? Stimmt das? Ja, stimmt. 5 aus der ersten. Die Gegner sind Vorletzter, ne? Bei uns in der Liga. Ja, oder Dritter. Drittletzter, glaube ich. Ja. Digga, wenn man mal so überlegt, also jetzt nichts gegen Hilalsboy, ja. Die sind Zweitletzter oder Drittletzter bei uns in der Liga. In der Kreisliga. Selbst wenn die 5 Spieler dabei gehabt hätten. Selbst wenn die 5 Spieler dabei gehabt hätten. Die haben ja überhaupt gar keine Teamchemie, wie bei FIFA. Wenn du 5 Spieler einfach mit irgendeiner anderen Mannschaft reinpackst, die haben ja gar keine Chemie. Das darf niemals eine Ausrede sein. Oh ja, die haben 5 Spieler runtergeholt von der ersten. Haben die verdient. Wisst ihr, was ich meine? Ihr versteht schon, was ich meine. Vorletzter, Drittletzter, auf jeden Fall relativ weit hinten. Bei uns sind echt viele verletzt leider. Oder krank. Bilo krank, Alex krank. Dada krank. Dada krank. Also wir sind relativ so nämlich Fabi angeschlagen. Aber da sieht man
trotzdem, dass wir einen relativ großen Kader haben, meiner Meinung nach. Eigentlich müssen wir heute gewinnen. Ich weiß, das Aufsehen ist groß geworden in der Woche wegen Dynamo. Wir spielen gegen BFC Dynamo. Alter, war das auch wieder krass, ne? So der Impact. Aber das ist erst in 4 Wochen. Ich hoffe, die Jungs wissen das. Weil irgendwie, die labern alle nur über, oh, hier das Spiel, Topspiel in der Liga da. Die müssen. Und ich sage euch, das ist das Riesenproblem. Das ist das Riesenproblem. Ich sage euch, bei uns ist das Spielerische eigentlich nicht das Problem. Wir haben wirklich durch die Trainer, auch durch wirklich auch einen riesen Input hatte der Panne, ja, sind wir gut. Wir spielen wirklich mittlerweile echt einen guten Fußball so. Wir nehmen die Mannschaften bei uns in der Liga, nehmen wir auf jeden Fall noch auseinander. Daran liegt es nicht. Aber die fucking Einstellung bei uns, merkt ihr auch mal, dass immer die gegnerischen Mannschaften immer lauter sind als wir. Ich sage in jedem Training, Jungs, helft euch gegenseitig, pusht euch, applaudiert einen Zweikampf. Es ist wichtig. Die verstehen es nicht. Ich verstehe das. Also man, ich versuche das und ich sage es nochmal, ich muss mich nicht mal mehr erklären, aber ich mache es trotzdem für diejenigen, die dumm sind und keine Ahnung vom Fußball haben. Ich sag's nochmal, man kann nicht immer gut spielen, aber die Einstellung muss da sein. Gegenseitig pushen, lautstark auf dem Platz. Jedes Team, gegen das wir spielen, ist gefühlt lauter, aggressiver und mehr da in den Zweikämpfen als wir. Wir müssen so eine Spiele wie heute gewinnen. Das ist wichtig. Wenn wir nämlich irgendwann mal gegen Dynamo in der Liga spielen wollen. Ja, oder wenn wir so gegen Dynamo gespielt hätten, ich sage euch, ich schwöre, die hätten uns 15 Dinger eingehauen. Mindestens. Oder in der Oberliga oder sonst gegen irgendjemanden in der Verbandsliga. Dann müssen wir hier unseren Job machen und hier gewinnen. Woche für Woche. Ja, vielleicht sogar mehr. Keine Ahnung, Alter. Und ich hoffe, das haben die eingetrichtert bekommen. Wir haben es gemacht. Wir haben es am Dienstag gesagt, aber hauptsächlich dann am Freitag, nachdem das Pokalspiel ausgelost worden ist. Ich habe es eben gerade in der Ansprache gemacht. Also eigentlich. Ich höre, wir haben, Alter, manche in der Mannschaft, die denken, weil wir da in der Kreisliga gegen welche gewinnen, dass wir so. Ich traue mich jetzt nicht mal auszusprechen. Weil dann wieder denken, ich rede meine eigenen Spieler schlecht. Ich habe was gemacht, aber es ist alles eine Kopfsache. Spielt hier auch die erste? Also die Zuschauer, damit ihr das versteht, die Zuschauer sind hinter den Zäunen. Also du kommst hier nicht rauf auf den Platz. Trainerbänke einfach getrennt. Die eine Trainerbank ist da, die andere Trainerbank ist da. Warum? Ich weiß gar nicht, ob es so, weil die das gerne so möchten. Ich glaube, das ist gar nicht erlaubt. Die haben uns gefragt, ob wir filmen. Dann meinten die, okay, dann geht mal lieber rüber. Jetzt sind die einfach getrennt. Also wisst ihr schon, der Schiedsrichter wird heute nicht unbedingt auf unserer Seite sein. Denkt dran, nicht diskutieren. Der Einzige, der mit dem Schiri... Ach, Bruder Adash, ich sag dir ehrlich, TikTok ist... Egal, was ich mache, die drehen sowieso immer gut und schlecht. Von daher ist mir so egal. Die Leute, die an meiner Seite sind, die sind an meiner Seite und die wissen, wie ich drauf bin. Jeder, der mich kennenlernt und sieht und trifft, weiß, wie ich ticke, weiß, wie ich bin. Und das reicht mir, Bro. Jeder, der das nicht möchte, der mich haten möchte, bitte macht es. Rest ist mir sowas von egal. Mittlerweile, ich achte nur noch auf die Menschen, die mich supporten, die an meiner Seite sind, die sich auch wirklich ein Bild von mir gemacht haben und der Rest interessiert mich nicht. Sonics League, Dankeschön für dein Prime, vielen Dank. Die reden darf, damit ihr keine Gelbe bekommt, ist Julius als Kapitän. Konzentriert euch aufs Spiel, probiert einfach schnell weiterzuspielen. Der Schiedsrichter wird nie eine Entscheidung zurücknehmen. Das wird er nicht machen, egal ob wir Recht haben oder nicht Recht haben, er wird da nichts machen. Also probiert euch aufs Spiel zu konzentrieren. Und dann gewinnen wir hier am Ende. Gehen schön vorher noch ein Hühnchen essen und dann geht's nach Hause. Alleine, das ist dieser Satz, also sorry, aber Bruder, seid mal ein bisschen humble sein. Mal ein bisschen auch ernst nehmen, die Gegner. Überleg mal, wir sagen zweistellig und wir kriegen 4-1 auf den Sack. Kreisliga. Boah! Gänsehaut. Dennis, es wäre schön, wenn du... Ich schwöre da 12-0 und so. Nein, Bruder, spiel mal. Gewinn mal erstmal. Einfach heute mal nicht mit dem Ball in den Gegner oder ins Ausläufst. Dann gewinnt Alter. Agro Berlin, Alter. Oder was? Ansage? Den Mund immer nicht so voll nehmen. Leistung bringen und dann können wir danach über irgendwas willkommen reden. Am Platz. Guck mal, so. Keiner mehr so. Alle sehen verschlafen aus. Pusht euch mal, Alter. Sonntag spielt Delay Sportsmann. Kreisliga A, scheiß drauf. Wir kriegen alles, Alter. Habt mal Spaß, habt mal Bock. Hab mal Bock zu laufen. Das ist so tot einfach. Man denkt einfach, alles ist ein Selbstläufer.
Sorry, kein gutes Beispiel, aber der Mann hier, ja, der macht das, aber Bruder, er bringt unfassbare Leistung. Wisst ihr, was ich meine? Da ist ein Spielbeobachter und der ist halt von Aldersimspor, wo ich mir denke, okay, du kannst doch nicht von Aldersimspor einen Spielbeobachter herschicken. Und das ist auch einer, der in der Verhandlung, ja, da weiß ich selber, was er in der Verhandlung gesagt hat. Der ist heute hier Spielbeobachter. Ja, der ist heute hier Spielbeobachter, hat vorher auch mit dem Schiri gequatscht, also wissen wir schon, in welche Richtung das hier wahrscheinlich gehen wird. Aber was ist das denn? Da brauchst du auch gar keinen. Ja, aber da müssen wir auch uns einfach auch auf uns konzentrieren. Einfach auf uns konzentrieren, ist scheißegal, wer der Schiedsrichter ist. Egal, wer dabei ist, wenn du deinen Stiefel runterspielst, dann bist du besser als jede Mannschaft in dieser Liga. Und wahrscheinlich sogar, und das sage ich nicht überheblich, das sage ich einfach nur für selbstbewusst, bist du wahrscheinlich sogar besser als alle in der Bezirksliga. Danach sage ich es nicht mehr, okay? Aber einfach auf uns selber fokussieren. Also, ohne Witz, wir müssen raus aus Berlin. Ohne Witz, ich war krank. Ich sage, wir müssen hier raus aus Berlin. Das ist verbrannte Erde hier für uns, glaube ich wirklich. Manche sind nett, ja, aber wenn sowas durchgeht, da wird ein Spielbeobachter geschickt von Aldersim. Dann reden die da, also mal gucken, was hier heute abgeht. Naja, gehen wir mal rein. Vorrennen. Platz. Und ich sage nochmal, ich bin halt sehr kritisch, ne? Ich bin halt jemand, der sehr kritisch etwas beurteilt, weil ich weiß, was die Jungs eigentlich können. Ich weiß, was die Jungs, wie gut die eigentlich sind. Jeder Einzelne. Ja, das war tote Ansprache. Dribbel an, Dennis. Und Timo! Ist okay, war ein Versuch. Sowas finde ich nicht schlimm. Schneller anbieten, Timo. Muss Timo schneller jetzt anbieten. Los, Jungs. Timo muss schneller die Bewegung machen, dann hätte er schon früher die Option gehabt. Hintermann! Richtiger, ekelhafter Platz auch hier, ne? Ja, auf warum? Die Option gehabt. Hintermann! Richtiger. Bruder, gegen so einen Gegner, warum, Platz Robin? Hier, ne? Digga, so ein guter Spieler. Warum? Ich nimm Dennis mit, lass die laufen. Okay, und zustellen. Jungs, da müsst ihr mir helfen! Allah Billah, nein. Nein! Okay, und zustellen! Ja, es wird das lange dauern, sag ich euch jetzt schon mal, ne? Bruder, warum? Spiel! Hier, Bruder, mach doch den einfachen! Spiel den einfachen! Ganz simpel! Da ist niemand! Sydney Junior sind auf der ganz anderen Seite! Jungs, da müsst ihr mir helfen! Ist okay, zustellen! Boah, da unsere Abstände Gänsehaut. Stark! Timo! Das ist halt die Sache so, wenn Sidney einen Fehler macht, er hat halt diese Klasse, er kann halt trotzdem aus jeder Situation noch was Gutes machen. Timo! Oh, schlechter Ball. Gute Idee, schlechter Ball. Passiert, Dori, weiter geht's. Gut gesehen, trotzdem. Weiter geht's, Dori, komm. Ruhig. Okay. Warum, Alter, ich versteh's nicht. Warum diese, also warum machen wir es uns so schwer? Warum der Ball? Nehmt doch Robin mit, Robin höher gehen, hier hochgehen. Spiel Robin an. Nimm ihn mit. Alles frei hier, alter Schwede. Dennis, schieb ein bisschen runter und Dori, komm hier rein. Holt ihn euch, zweiter Ball! Man hat das Gefühl halt, jeder will so... Ah, ist halt nicht stark. Man hat das Gefühl, jeder will so das Entscheidende machen. Der will so unbedingt... Helft ihm, einer muss hin! Oder, das macht Dennis immer. Ich schwöre, Dennis... Er ist so ein guter Spieler, ist aus der Oberliga, glaube ich, sogar gekommen. Warum nicht einfach hinten rumspielen? Boah, Alter. Gänsehaut, ich schwöre, oh mein Gott.
Alter, gegen was haben wir da 4-1 verloren? Bruder, wir haben einfach 4-1 gegen die verloren. Bitte schießt auf. Digga, die musst du einfach 20 Minuten lang komplett vorne anlaufen, pressen. Die würden überhaupt nicht klarkommen. Aber das musst du halt mit einer Intensität machen und mit einem Willen. Nach 20 Minuten, nach 30 Minuten sind die K.O. Die können nicht mehr. Und dann spielst du sie aus. Aufs Tor. Bewegung! Nicht stehen! Schade, schade, schade. Erste richtige Torschung. Ich bin mal gespannt, wie die Tore passieren werden. Gut, Robin. Schade, schade, schade. Erste richtige Täuschung. Bruder, das ist... Überlegt mal. Das ist... Boah, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zweiter Mal, Mann, Dennis. Und Dennis macht es halt sehr oft. Er will immer diesen... Er will immer was Besonderes machen. Dennis, du musst das nicht besonders machen, mein Bruder. Du bist so ein guter Spieler. Cup ab, spiel hinten rum. Bruder, aber wenn sich keiner anbietet, Thyssen, okay? Wenn sich keiner anbietet, dann nimmst du die einfache Variante, drehst ab, kappst ab und spielst nochmal hinten rum. Sag mir nicht, die machen daraus. Digga, die machen sogar daraus ein Tor. Krass. Überleg mal, die nutzen das in der Kreisliga aus. Überleg mal dann, wie es in der Verbandsliga ist. Das erste Mal, dass sie überhaupt den Strafraum nehmen. Boah, ja, da Wiesel auch. Da, ja, kann er halten, aber ich mach da Wiesel keinen Vorwurf. Und gleich klingelt's wieder. Ey, wie oft wir in Rückstand gehen in dieses Jahr. In letzter Zeit dann dauernd. Fast jedes Spiel. Ist okay, Dennis, war gut, gut. Weiter geht's und rückwärts wieder. Ach, Sydney, ich schwöre, Mann, Digga, dem Jungen kann man nie was vorwerfen, Alter. Der hat einfach, der hat viel zu viel Qualität für Kreisliga. Niemals! Boah, das war niemals abseits. Chiri! Der kam von viel weiter hinten. Der war da Joel, ich war krank gewesen, Bro. Niemals. Der war da niemals abseits, aber locker. Super gespielt, aber niemals ja. Abseits, da kam er von ganz hinten gelaufen. Hilf mit, Dennis, hilf mit, sei da, sei da, sei da. Gut. Nochmal mit Dori. Jawohl. Und nochmal. Ja, Juni. Schießen. Oh. Schießen. Juni. Juni. Richtig. Ist okay. Ist okay. Und wenn uns nichts einfällt, einfach aus 30 Meter schießen. Nice. Selbstbewusst, Jungs. Oder spielt doch den. Ja, gut gespielt. Durchziehen. Einmal durchziehen. Aber gut gespielt. Komm mal, Timo, mehr. Timo, noch ein Stück rein. Noch ein Stück rein. Warum soll Timo noch ein Stück rein? Damit der hintere viel mehr Platz hat. So ist er auf den Sprung. Wisst ihr, was ich meine? Jona, dankeschön für 5 Monate, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Wie soll sowas ankommen? Aber der kann auch nicht. Wie soll der auf diesen Platz ankommen, ja? Julius liebt halt die Bälle. Aber er weiß manchmal nicht, wann er die spielt. Er spielt die leider zu oft. Wie soll sowas ankommen? Das ist wie halt Elsim, wir haben so gar keine Torchancen. Ich war nicht wach. Oder wie kann dieser Ball nicht ankommen? Ich will sogar, dass wir mal verlieren, weil dieser Schlaftabletten-Scheiß, als ich da schon wieder ankam heute, die sollen mal wach werden. Ich höre keinen Spieler, ne? Ich höre keinen Spieler. Das ist crazy. Keinen Spieler höre ich von uns. Falscher Einwurf. Hat er gepfiffen sogar? Das ist, da fehlen mir immer noch die Worte, dass wir immer noch falsche Einwürfe machen, ehrlich. Lass die laufen, ey!
Schlechter Pass. Boah, Alter. Sei. Den kann er ihn doch nicht in Lauf spielen. Der muss im Fuß kommen. Ich glaube, der wäre richtig gut gekommen, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Das war der Pass. Bruder, ich schwöre, Walla, falls der Torwart von denen das sieht, boah, es ist kein... Nimm's bitte nicht persönlich. Aber ich schwöre, das ist respektlos, dass wir... Das, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich schwöre. Mir fehlen die Worte im Mund. Perfekt dabei, ich schwöre. Hand! Keiner sagt eine Hand von denen, einfach niemand. Gut gemacht. Das ist aber, das passiert, das war gut gespielt. Das war trotzdem von der Idee her sehr gut. So eine Bälle, ja, das passiert halt mal, die kommen halt mal nicht an. Keiner sagt eine Hand von denen, einfach niemand. Naja, ich sag auch. War eine gute Idee, guter Ball, schade. Bisschen lockerer, aber krasser Ball eigentlich. Einrücke! Ist okay, Dennis, ist okay! Hey, wo ist deine Maske? Er hat sie weggeworfen, Bruder, er wollte nicht mehr. Komm an! Durch. Nochmal. Boah, Dennis in dem Spiel echt hart, muss ich sagen. Hilf ihm wieder! Hilf ihm wieder! Genau deswegen! Alter. Komm weiter, Jungs! Und Seite wieder! Komm an! Aber ich habe das Gefühl, so Robin versucht wenigstens. Komm weiter, Jungs. Und Seite wieder. Was stört mich extrem an dieser Situation gerade? Was stört mich extrem an dieser Situation? Denkt ganz einfach. Ganz, ganz einfach gedacht. Nicht mal Doppelpass, nicht mal sowas. Ja, warum geht er ins Dribbling? Aber wisst ihr, was mich noch viel mehr stört? Bruder, gib ihm doch ein Kommando. Gib ihm doch ein Kommando. Also von der Annahme sowieso kacke. Sag ihm doch, Bruder, er kommt oder irgendwas. Hintermann oder er kommt oder dreh auf, nichts. Dann würde er gar nicht da reindribbeln. Sag ihm, dreh auf. Das muss aber von den Spielern kommen. Ich sage euch, in höheren Ligen, 2, 3 Ligen höher, du wirst dafür so extrem bestraft. Da wird jeder Angriff, wo du da den Ball verlierst, führt zu einem Tor. Ihr versteht es nicht. Bruder, das ist ein Free Goal. Und nichts hört man. Schiri, seid! Schiri! 5 Meter! Aber das ja, ich sag ja, davon mal abgesehen. Er muss natürlich aufdrehen und den weiterspielen, na klar. Aber trotzdem, wir helfen uns nicht gegenseitig. Und ich versuche es jedes Mal im Training reinzubringen und ich sage ihnen, Jungs, bitte, helft euch gegenseitig. Unterstützt euch, wir sind ein Team. Aufdrehen, Klatsch, Zeit, Hintermann, ganz simpel. Aber wir kacken uns immer angefühlt. Das darf uns gar nicht passieren, sowas. Und jede Mannschaft ist lauter als wir. Wirklich, was wir heute wieder spielen. Ey. Wir haben noch nicht einmal richtig aufs Tor geschossen. Wir haben noch keine Torschance gehabt. Überleg mal, ich habe, glaube ich, gerade von draußen gehört, du hast Zeit, dreh auf. Von draußen. Von der Bank, glaube ich. Wenn ich gerade richtig gehört habe. Möglich, was sie heute wieder spielen. Ey. Wir haben noch nicht einmal richtig aufs Tor geschossen. Wir haben noch keine Torschance gehabt. Schwöre, ich glaube, es kam von der Bank. Glaube ich. Sinne, so musst du aber machen. So müssen wir das machen. Der hätte nur hinterher geguckt, der Torwart. Wenn er rein, also aufs Tor gekommen wäre, der hätte nur hinterher geguckt. Komm mal. Auch zu viel, Sidney, ja. Leg ihn hier auf, Robby. Ich weiß, du darfst, weil du machst auch daraus oft magische Momente, weiß ich. Aber Bruder, spiel den hier auf Robby. Riesenchance. Riesenchance. Einfach auf Robby. Eine Mitnahme, Abschluss. Aber bei ihm kann man halt nichts sagen, weil bei ihm klappt es zu oft. Der macht zu oft magische Momente. Aber einfach so, als was ich jetzt sehe, ne? Ja.
Abschluss. Ist okay, Dennis, weiter! Gute Ecke. Schade. Oh. Einfach Dennis muss von draußen Hand rufen. Ey, das ist crazy. Dennis muss einfach, unser Co-Trainer, muss von draußen rufen Hand. Gehabt. Den hätte er nicht schießen dürfen, sondern spielen muss er den. Einfach aufs Tor bringen. Ich habe wirklich gar keine Energie, ne? Also er ist schon lange ausgerastet. Ich weiß es nicht, Marcel. Wir wollen einfach nicht. Wir wollen einfach nicht. Wir machen es auch nicht im Training. Das ist das Problem. Bei uns ist es immer wie auf dem Friedhof. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht sind wir einfach zu weich dafür. Wir haben 2-3 Spieler, die ein bisschen was sagen, die motiviert sind, die das Trainingsspiel gewinnen wollen. Auch das ist auch so ein Punkt. Ich schwöre, ich gehe ins Training und ich weiß, viele aus der Mannschaft sind ein bisschen genervt davon, dass ich immer so eklig und so hart reingehe und immer alles gebe und gewinnen will. Aber ich bin so ein Typ. Ich will jedes verfickte Trainingsspiel gewinnen. Weil es mich so einfach so, das ist ein Triggerpunkt. Ich bin für mich selber ein Gewinnertyp. Und ich habe das Gefühl, so auch im Training, das ist so, ja, Training, dann gehen wir mal nach Hause. Nein, ich gehe ins Training und ich will das Trainingsspiel am Ende will ich gewinnen. Und da muss ich laut sein, da muss ich helfen, da muss ich kommunizieren. Schade. Holt euch den Ball! Jungs! Kann doch nicht sein, dass wir einen Freistoß gegen den Pfosten setzen und rennen in den Konter. Jetzt dreht doch mal, mach doch mal einen Abseits. Aber keiner sagt wieder auch was. Zeit, dreh auf, nichts. Mann, ey. Wenn der den auf den Kopf bekommen hat, der braucht ihn nur abfälschen, hat Wiesel null Chance. Null. Dennis, Alter, wirklich, ich liebe dich, Dennis, aber... Der braucht ihn nur abfälschen. Boah, Alter, so viele falsche Entscheidungen, leider. Ich denke schon wieder viel weiter. Hier. Absetzen. Hier. Absetzen. Abholen. Verlagern. Direkt rüber. Direkt mit dem ersten. Und direkt überspielen, wenn es geht sogar. Dreh ab. Kapp ab. Julius, setz dich ab. Nimm den Ball mit dem ersten Kontakt nach innen mit und verlager ihn direkt. Abbas, danke schön für 15, mein Bruder. Und hier zeigt sich auch gefühlt keiner richtig. Boah. Ist okay, Dennis, ist okay. Kommt aber irgendwie durch, okay. Jetzt, Paul. Abschluss. Schieß. Mann, ah, nee, da kommt auch... Der Einzige, der Ideen hat, ist echt einfach Sydney, ne? Einmal richtig an. Was sind das für Bälle, Mann, Alter? Ich brauche nichts mehr hinzuzufügen. Das war die erste krasse Chance, die wir hatten. Nach, weiß ich nicht, 35 Minuten. Hat er ernste Frage? Ich glaube, wir haben viele auch dabei, die vielleicht nicht so oft bei mir im Stream dabei sind. Kommt es zu hart rüber von mir? Ehrliche Frage? Bisschen zu hart? Nee? Okay, aber die meisten sagen nee. Du bist halt direkt... Okay. Hart, aber... Okay. Ich sag ja, ne? Bei meinem Spiel gegen Polar habe ich auch direkt gesagt, ich war schlecht. Also ist ja nicht so, dass ich mich rausnehme. Hätte ich da gespielt und ich wäre kacke gewesen, hätte ich es auch gesagt. Zu schwer, der tippt einmal, das ist nicht zu verarbeiten, die Bälle. Dass die es nicht merken, die spielen 10 solcher Bälle und keiner kommt an. Timo, ist vorbei. Keine Anspielstation. Ja, es ist voll. Kopf hoch. Gut, Robin.
Vinny bleibt auf der Höhe. Wieder Robben. Die sind zu schwer, Jungs. Da steht einer mit einer Fahne da draußen. Der wird ja wahrscheinlich von denen sein. Hat er aus angezeigt? Nein. Gut, aber daran scheitert er gerade. Nein, überhaupt nicht. Gänsehaut. Oh mein Gott. Ist das unser Ernst? Aus einem Freistoß? In der eigenen Hälfte? Also aus der gegnerischen Hälfte? Der wird ja wahrscheinlich von denen sein. Hat er aus angezeigt? Nein. Gut, aber einfach ein langer Ball. Daran scheitert er gerade. Nein, überhaupt nicht. Wow. Ich schwöre, gönn ich den. Ehrlich? Gönn ich den. Jubel. Rede. Wir haben 1-1. Oh, das war auch Vinnys Ding. Einzige Torschance gehabt. Ich zähle die Schüsse jetzt nicht. Boah, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben keine Optionen. Ey, das gibt's doch nicht, Jungs! Ich zähle die Schüsse jetzt nicht. Boah. Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben keine Optionen, ey. Das gibt's doch nicht, Jungs! Wow, Alter, das ist auch so eine Sache, ne? Alter. Alle Zeit der Welt. So, wo soll er hinspielen? Wir sind überhaupt nicht griffig, ne? Wir haben... Ja, Paul, ist ja klar. In diesem Moment... Sollte nicht jemand in diesem Moment da mal das Zepter an die Hand nehmen und mal wirklich mal alle mal sagen, Jungs, Alter, wacht jetzt hier verdammt nochmal auf. Alter, kommt mal langsam zu euch. Warum ich den Scheißball nicht einfach ausgehen lasse dann? Alter. Ich schwöre, ich bin sprachlos, ne? Bruder, lupenreiner Hattrick, ich schwöre, ich gönn ihm. Ich sag euch so, wie es ist. Bravo. Hat er gut gemacht. Überlegt mal, wir haben gegen Polar Pinguin Chat. Wir haben gegen Polar Pinguin, wo alle ein Kopf größer waren als wir, als die jeden Einwurf so ausgespielt haben, als wäre es ein Standard, haben wir alles wegverteidigt. Und jetzt kriegen wir so ein... Ah, das ist... Boah, heftig. Männer, Körpersprache, ey! Ist doch genug Zeit! Boah, Vinny, oh Bruder, Vinny, das ist... Ein Mini-Schubser und Salamu Alaikum. 3 gegen 2, 4, 5, 6. Nee. Abau. 4, 5, 6, 8 gegen 3. Männer, Körpersprache. Ali, bist du das nicht gerade, der hier ruft? Nein, ist doch genug Zeit. Und überleg mal, wieder einer von der Bank. Faker, das ist heftig. Ich glaube, Ali ruft da gerade rein. Wieder jemand von der Bank. Keiner sagt was auf dem Platz. Gänsehaut. Ja, hallo. Halbzeit 0-3. Was soll ich dir da sagen? Katastrophen erste Halbzeit. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich war krank. Ist es jetzt unverdient? Weiß ich gar nicht mal. Also, wir haben in 45... Ganz ehrlich? Nicht unverdient. Nicht unverdient. Wir haben es nicht besser gemacht. Sorry. Minuten eine Torschance gehabt. Gut, Sydney hat einen Freischuss am Pfosten gesetzt, aber ansonsten haben die, weiß nicht, 3 oder 4 Chancen gehabt und haben... Ich sage euch ehrlich, wenn ich Trainer wäre, in diesem Moment... Ich hätte 100% die Tür kaputt gemacht. Ich hätte 100% in der Halbzeitpause hätte ich die Tür kaputt gemacht. Und die auch genutzt kann. Oh, wie eine Eins. Ich wäre ausgeflippt. Damit die alle mal zur Besinnung kommen. Damit die alle mal bewusst sind, was es bedeutet, dass du bei Delay Sports spielst. Sequent. Mir fehlen die Worte. 100%. In diesem Moment kann ich meine Emotionen... Oh, ich wäre ausgetickt. Die Art und Weise, wie wir spielen, das ist eben alles... Ich mach wieder zum Spiel weiter.
haben wir keine Torschance, Haram. Überheblich. Wir spielen davon immer weiter. Ich von denen nicht den Schneid abkaufen, Alter. Wir sind hier im Kreuz. Haram Edis, ja. Er ist immer so ein ruhiger Mensch. So eine ruhige Seele. Berg, wir schießen uns. Allein mit seiner ruhigen Stimme so. Ja, ich liebe Edis, ja. Edis Abi ist... Ich kann nichts für ihn sagen. Ich muss lachen, Alter. Weil er so mit der... Er hat so eine ruhige Art und so. Er redet so ruhig. In der ersten Halbzeit drei Dinger rein. Haram, ja. Fehler. Heute sind drei Fehler bestraft worden. Shit happens. Aber... So, zweite Halbzeit. Endlich mal. Was ist hier wieder das Problem? Keiner sagt was. Jungs. Ganz simpel. Sag ihm was, Bruder. Sag ihm, Junior, meiner, Leo, irgendwas. Endlich mal. Oder Gänsehaut. Jonas und Jonas, Basti. Gut. Tschüss. Gut. Alter, dieser Torwart, ey. Weiter so! Sidney ist der Einzige, der Bock hat. Und das von einem Sidney. Weil Sidney ist ja eigentlich gar nicht so. Wichtig, Paul. Komm, sechs. Alter. Spring da rein, Alter, ich schwöre dir. Nach du liegst 3-0 hinten, Junge. Spring da richtig rein und gib Körper. Ohne Verluste, Alter. Ja, ist so, ich schwöre. Sidney ist der Einzige. Gerade bei 3-0. Der Bock hat. Und das von einem Sidney. Weil Sidney ist ja eigentlich gar nicht so. Dann ist faul. Und? Richtig faul. Spring da in den Zweikampf rein, Alter. Du liegst 3-0 zurück. Lässt dir den Schneid abkaufen. Komm, Sechser, aufteilen! Mann, ihr steht nebeneinander, ey. Dennis, der kriegt auch noch eine rote Karte. Das ist auch so ein Typ, der dreht dann frei. Gänsehaut, einfach die spielen mit uns. Ich schwöre, Alter Schwede. Wir spielen jetzt, wenn du reinkommst, wir spielen Dreierkette halt jetzt nur, okay? Rück ein, Timo! Jetzt bring ihn! Das war wenigstens mal ein Angriff, der erste heute. Guter Touch. Geh rein, Dogi. Gut gespielt. Und da fehlt Timo wieder auf einer Seite. Gut. Mach ihn, Juli! Einfach auf. Wieso kannst du auch nicht gewinnen heute? Einfach auf ihn rauf. Bei noch 30 Minuten zu spielen. Tor. Ja, Digga, der Typ ist geisteskrank, ich schwöre. Boah, ist ein Tor. Ja! Ja! Edis, wollen wir es trotzdem machen? Digga, der Typ, ne? Er ist ja, du merkst bei ihm an, okay, ich will. Mann, nicht nur er will, Sidney ist einfach krass, Mann. Sidney ist einfach zu gut, er ist Kreisliga-Cheat. Verstehst du? Ich will. Bei den anderen, die haben Angst und aus. Ich gehe nach Hause danach, egal. Wo denn? Wo, dass er Mehrwert hat? Also wo? Ja, abseits egal. Schiri hat nicht gepfiffen, nehmen wir mit. Wohin, dass er Mehrwert bringt? Alter Wiesel, Alter Wiesel, ey. Weißt du, ein Tor, okay, man kann irgendwie drehen. Zwei, drei. Aber 3-0 zur Halbzeit? Alle drei Abwehrspieler rennen nach vorne. Gut gespielt. Boah, Todesball. Ja, das ist doch. Das ist alles möglich, aber ich sehe halt so. Nach der Halbzeit haben wir plötzlich nochmal zwei, drei Schuss.
Wann haben wir ein Tor bekommen? Oh mein Gott. Aber, alter Schwede. Ja, das passiert, aber Bruder, es kommt halt in diesem Spiel dazu. Oh, so einem Ding Tor zu kassieren, alter Schwede. Zwei Standards. Drei Standards sogar oder zwei? Oh. Tut mir leid, Toni. Alles gut. Es ist einfach zu wenig Qualität. Wir haben drei Standard-Gegentore bekommen, ne? Zwei Ecken, ein Freistoß. Nice verteidigt. Und einfach gar nicht zum Ball gehen. Einfach, Ball kommt, einfach nicht mal hingehen. Tut mir leid, Toni. Alles gut. Es ist einfach Haram, Andi, ja, ich schwöre. Andi, tut mir da echt leid. Zu wenig Qualität. Wir haben drei Standard-Gegentore bekommen, ne? Zwei Bruder, Ecken. Was macht da Robin und Basti? Zwei Ecken, ein Freistoß. Und alle, wie die Sachen überhaupt passieren. Die Ecke kommt zustande, weil wir den Ball ins Aus annehmen. Das andere Eckending kommt zustande, weil Wiese... Boah, das war die Verletzung, wa? Weil Wiese, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Und wir sind zudem auch, als zweite Halbzeit ist ein bisschen besser. Unnötig, Jungs, Alter. Ihr führt 4-1, ja. Besser, aber wir spielen einfach nicht gut. Voll geklatscht, ey. Gut. Digga, nicht mal den machen wir rein, ne? Mach den nicht. Ja, die machen halt. Die kämpfen, machen, ist auch. Waren sie schon okay? Oh, was? Was? Guter Ball, Flippo! Aber schönes Ding gewesen, oder? Eieieiei. Schieß mal, Dicker. Ich will die Scheiße auch immer reintragen. Schieß doch einfach mal aus 20 Metern bei dem Torwart. Das ist eine klare rote Karte. Hör mir mal zu, diese ganze der fehlt. Wenn hier zwei Männer fehlen, kann es nicht... Bruder, ich sag doch sowas nicht umsonst. Guckt mal, wie leise es ist. Keiner von uns redet. Ich habe keinen Spieler von uns gehört. Das ganze Spiel lang. Ich habe eher Trainer und Spieler von der Bank gehört von uns. Das ist so krank. Sein, dass wir 4-1 auf die Fresse bekommen. Heftig. Da siehst du einfach, wir hatten auch in anderen Spielen, wäre er nicht da gewesen. Ja. Wir hätten so oft schon verkackt. Da ist einfach fehlende Qualität in der Truppe. Bruder. Wobei, die Qualität ist sogar, die reicht aus, aber wir sind nicht gut genug. Ja, wir sind, aber wenn... Nein, glaub mir, man hat ja auch Ali schreien hören. Man würde die hören, glaub mir. Man würde es hören. Wenn wir... Sogar die reicht aus, aber wir sind nicht gut genug. Ja, wir sind... Bruder, aber ich kann mir da vorstellen, Basti hat ja auch wieder nichts gesagt, ne? Aber wenn wir... Bruder, das ist... Wie kann man da denn... Also, ich verstehe es nicht. Digga, das ist ein 3 gegen 1 gefühlt. Wenn wir dazu noch keinen Bock haben... Abseits? Oder was ist denn los mit dem Schiedsrichter? Digga, und die rennen noch in der 90. Minute hoch und runter, ich schwöre. Guck mal den, wie er zurückackert hier. Das meine ich. Achtet auf Standards, passt auf Standards auf. Kein Mensch passt bei Standards auf. Alleine durch die Unterbrechung müsste es ja fast 10 geben, aber... Also, dass wir so unsere erste Niederlage haben, ist geisteskrank. Weißt du, wo wir richtig schlecht sind? Deswegen habe ich immer Angst davor, vor Standards. Die sind alle gefährlich. Es geht physikalisch gar nicht. Wir haben es geschafft, ein Tor gegen die zu machen. Ja.
Guck mal, wie er zurückrennt wieder. Ich schwöre. Alter, ist mir auch direkt aufgefallen. 96. Minute Kreisliga A. Und der ackert zurück. Das ist ja auch der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und ihr könnt mir ja nichts erzählen. Wir sind ja eigentlich normalerweise klar besser. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Boah. Oh, Alter, mir fehlen echt die Worte, muss ich sagen. Also, dass es so heftig ist, hätte ich nicht gedacht, sage ich euch ehrlich. Und alle, die im Chat hier schreiben, überheblich und vielleicht haben wir das gebraucht, ich sage euch ganz ehrlich, Chat, ja. Ja. Ja, ich gehe jetzt gleich zum Training los. Ja. Habt ihr recht? Ich muss die Ansprache anhören am Ende. Nie. Er meinte, es ist nicht so schlimm. Er konnte. Gebe ich euch. Habt ihr recht. Auch wenn ich dabei gewesen wäre. Habt ihr recht. Ein bisschen strecken, beugen, aber es ist halt. Du weißt, wie es ist. Okay, Freunde. Erste Liga-Niederlage. 4-1. Ich finde es okay, wenn man verliert. Wir gewinnen und verlieren als Team. Aber die Art und Weise war heute Quatsch. Wir müssen weitermachen. Nächste Woche geht's weiter. Kann man jetzt nicht so viel zu sagen, ne? Ich weiß, ihr wollt eine Erklärung. Die Erklärung ist, dass wir wahrscheinlich die Gegner unterschätzt haben. Die fußballerisch gekämpft haben. Standard-Gegentore, dumme Fehler. So einfach geht das, ne? Und dann verlierst du hier 4-1, was natürlich nicht sein darf, ne? Aber... Nein, Alex, sowas gibt's nicht, Bro. Sowas gibt's nicht. Wer im Fußball mit einer direkten, ehrlichen Kritik nicht klarkommt, der hat im Fußball nichts verloren. Im Fußball ist es auch manchmal ein bisschen härter, es gehört dazu, aber daraus lernt man vielleicht auch. Gut, wir machen weiter. Und wenn mal was nicht läuft, dann muss man es auch mal klar und deutlich ansprechen. Man muss das passieren, ist halt die Art und Weise, wie wir die Niederlage kassiert haben. Das kann nicht unser Anspruch sein. Bringt jetzt auch nichts, hier irgendwie rumzuschreien oder sowas. Die Sache geht weiter. Am Ende des Tages werden wir trotzdem aufsteigen, weil ihr einfach... Bravo, Aydin, Bruder, hast du vollkommen recht. Also wirklich, hast du recht. Glückwunsch an Hilalspor. Haben sie besser gemacht, haben ihre Chancen genutzt, sage ich ganz ehrlich. Offen und ehrlich, bravo. Haben sie super gemacht, haben bis zur letzten Minute geackert. Die wollten es mehr. Das hat man denen angemerkt. Und ich habe das Gefühl, dass auch so die ausländischen Teams uns immer so den Schneid abkaufen. Weil wir zu beeindruckt sind, sage ich jetzt mal. Ja. Hast du recht, Aydin, Bruder. Also gebe ich. Hilalspor, gut gemacht. Glückwunsch, Gratulation geht da raus. Falls irgendjemand von den Jungs irgendwie das sieht oder sowas. Habt ihr echt stark gemacht, muss ich sagen. Eiskalt. 4-1 gegen uns gewinnen, ist eine Ansage. Einfach eine gute Mannschaft seid, aber das ist halt, wir haben euch gewarnt vor Überheblichkeit, davor, dass wir Gegner nicht unterschätzen dürfen. Da war Willen bei denen, da war Fokussierung, die haben unsere Fehler ausgenutzt, die haben uns nicht an die Wand gespielt 4-1, sondern die haben einfach nur 4 Fehler von uns ausgenutzt. Und was mich enttäuscht ist, dass wir es nicht geschafft haben, irgendwie großartig Druck auszuüben, spielerisch, dass wir Chancen erarbeitet haben. Das ist aber nichts, weil ihr es nicht könnt, sondern weil ihr einfach mental nicht da wart. Das Spiel letzte Woche war so geil gewesen, das hat uns halt leider überheblich gemacht, aber es ist so, wie es ist. Wir müssen jetzt gucken, dass wir weitermachen, dass ihr als Mannschaft wieder aufwacht, dass ihr euch gegenseitig aufbaut, dass wir uns pushen. Konsequenz Nummer 1 hier, Hühnerhaus, das ist ja das falsche Bild. Wir können jetzt nicht irgendwo essen gehen. Also Jungs... Auf gar keinen Fall. Soll mit gesenktem Kopf nach Hause gehen und mal drüber nachdenken, was sie da gemacht haben. Und ich sag's nochmal, manche werden jetzt sagen, chill, Bilo, ist nur Kreisliga, aber bei uns Delay Sports ist was anderes, Kreisliga, glaubt's mir. Das ist, haben wir schon, ich habe schon Edis gesagt, der hat Aykut gesagt, wir kommen nicht, das geht ja nicht. Noch ja? Eine Sache, ich will auch noch mal was sagen. Du hast gesagt, wir werden aufsteigen. Wenn ihr nächste Woche noch mal so spielt, dann werden wir verlieren. Wenn ihr übernächste Woche so spielt, werdet ihr auch verlieren. Wir haben gegen den Vorvorletzten 4-1 auf die Fresse bekommen. Wir hatten ein paar Chancen, die wir hätten reinmachen können. Okay, Andi sagt, wir werden aufsteigen, weil wir eine gute Truppe sind. Das stimmt vielleicht auch, aber nur, wenn ihr so spielt, wie ihr auch spielen könnt. Ihr geht hier auf den Platz und lässt euch 4-1 von denen ficken. Dieses überhebliche Reingegehe, oh, ich gehe jetzt hier hin und mach mein Ding. Wir haben aber vorne bitte hört auf mit diesem überheblichen Scheiß. Geht aufs Spielfeld, spielt euer Spiel, dann seid ihr eine gute Truppe. Ihr
polar auseinandergenommen. Wenn ihr immer so spielt, dann ist es okay. Aber wir sind einfach das sechste Mal in Folge in Rückstand gegangen. Und irgendwann kannst du es nicht mehr drehen. Die haben gekämpft um ihr Leben, die sind in der letzten Minute noch gerannt. Der ist hier vor, es steht 4-1. Und 100% gebe ich. Der verliert hier vorne den Ball und sprintet nach hinten. Bei noch 5 Minuten zu spielen und 3 Toren Vorsprung. Das sieht man bei uns gar nicht. Und das sind halt diese Kleinigkeiten, die einem fehlen manchmal. Ich weiß, es ist schwer. Ach, wenn ihr wüsstet. Es ist noch ein viel größeres Problem. Aber egal, scheiß drauf jetzt. Jedes Spiel sich zu motivieren und jedes Spiel abliefern zu wollen. Es ist jetzt heute passiert. Wir werden es in den nächsten Wochen, wird uns dieses Spiel verfolgen. Dieses ganze Taktische ist super, aber wir sind vielleicht noch nicht so weit. Vielleicht müsst ihr einfach auch Linienläufe machen, um einfach mal wieder klarzukommen, dass ihr noch nicht so weit seid. Wir ja, wahrscheinlich hat Bilo nichts damit zu tun am Wochenende gehabt, aber er wird jetzt da hingehen und auch Linienläufe machen. Nice. In dem Sinne, Chat, viel Spaß. Falls ihr auch Training habt, ich bin nach Champions League wieder live in die Karriere. Ich werde jetzt Linienläufe machen wahrscheinlich. So sieht's aus. Was soll ich euch sagen? Ja, hart, aber fair. Leider, ja, was soll ich sagen? Alter, ich gehöre mit zum Team, ne? Ist scheiße, aber muss ich durch. Ich sage, wir werden heute keinen Ball sehen, ne? Aber ich sag auch nicht ab. Ich bin auch nicht irgendeine der jetzt das Ding absagt. Ich gehe auch hin und laufe einfach. Ihr glaubt, ihr seid keine Maschinen und Fehler passieren. Aber dann kämpft. Und das hat mir halt heute ein bisschen gefehlt. Erholt euch, die Verletzten, wendet euch an Haki, dass es nichts Schlimmeres ist oder sowas. Jetzt nicht Kopf hoch, weil gerade könnt ihr alle einen Kopf unten behalten. Kommt, geht, passiert, weiter geht's, kommt. Ja, war katastrophal. Kein Wille, kein Kampf. Haben wir uns selbst zuzuschreiben, dass wir hier verlieren. Erste Niederlage schmeckt immer nicht, sehr bitter. Aber Hilalspor, nein. War eine schlechte Teamleistung. Und was sagst du als alles war scheiße, Digga. Fazit. Ja, so eine Tage gibt's. Man muss halt sagen, die ersten 3 Tore, alles 3 individuelle Fehler. Was mich am Ende des Tages am meisten stört, ist, dass wir es nicht geschafft haben, los, selber Chancen zu kreieren. Dass wir irgendwann mal verlieren, meine Güte, das ist, ich glaube, er hat sich jetzt gerade sehr zurückhalten müssen. Ich glaube, innerlich bei mir, bin auch, also es bringt ja jetzt aber nichts raufzuhauen. Ich bin ja sonst immer recht schlagfertig, aber heute fehlen mir die Worte ein bisschen. Weiß ich nicht warum. Vielleicht hat Panna gefehlt.